Ja, hallo, grüß euch, da ist der Hans wieder. Heute zeige ich, wie ich Baumstämme auseinanderspalte, sodass ich meine Staves, meine Bogenhölzer kriege, vorbereiten zum Einlagern. So, das ist so das Thema, um das es sich bei mir heute dreht. Dazu habe ich folgende Werkzeuge zur Verfügung. Ich nehme da gerne so Spaltkeile, die man zum Brennholzspalten annimmt. Da habe ich mehrere davon. Und dann habe ich noch so einen Fellkeil, den habe ich auch noch gefunden, wo also mehrere Keile einfach sind gut, wenn man zur Verfügung hat, damit man einfach auch gut arbeiten kann. Von klein und groß und dick dünn in alle Variationen. Und dazu habe ich noch eine schwerere Axt, damit ich dann wirklich auch dementsprechend Gewicht zum Draufhauen habe, dementsprechende Wucht habe, die Keile da hineinzutreiben. Ja, das war mal so zum Werkzeug. Und dann gehen wir gleich dran, den zu spalten. So, das ist ein Eschenstamm. Der ist gerade vor einer Woche gefällt worden und ich schaue mir den einmal gut an. Die Frage ist, wo setze ich den Keil an, sodass ich ihn einmal durchspalte. Der Baum hat ungefähr 15 cm im Durchmesser und ein Zeichen, wo man ansetzt, macht er oder setzt oder gibt er der Baum selbst. Und zwar hat er meistens einen Riss drinnen und den folge ich einfach vom Kern nach außen hin und da setze ich dann auch diesen Keil an und das werde ich dann jetzt gleich tun. Da nach oben, ich zeige das ein bisschen mit der Kamera näher, glaube ich. Da sieht man eh ganz gut diesen Riss da, der geht ja schon schön da durch. Wenn ich die Verlängerung nach außen gebe, dann kann ich, wenn ich da einen Keil ansetze und da reintreibe, dann würde sie normalerweise schön innerhalb den halben Stamm spalten lassen. Das werden wir jetzt gleich machen. Schauen wir mal, was er tut. So, da wo wir gesagt haben, oben ansetzen und dann gebe ich nach vor so und treibe diesen Keil da rein. Kann auch, wenn sie es da direkt diesen Riss hineinbringen. Da haben wir, sieht man auch schon gut. Dann treiben wir noch mal ein bisschen rein. Schlagen nicht ganz rein, weil es kann durchaus sein, dass er dann ein bisschen nach außen aufreißt. Der Baum sieht man schon schön spalt jetzt. Ja. Und da vorne auch. Da vorne kann man das auch gut sehen. Schon richtig gut aufgespaltet da. Ja, guter Riss schon, der Keil steckt drin. Und jetzt wollen wir den entlang nach oben da natürlich schön aufspalten. Schauen wir, wie uns dieser Stamm uns das machen lässt. So, ich setze den gleich mal danach einen zweiten Keil ein. Dann löst sie der hintere natürlich auch gut und sie setzt immer diesen Keil einfach nach. Genau, dann kann ich dann leicht raus tun und so geht das einfach super. Da ganz oben setzt sie einen großen, einen dickeren einer. Der wird dann immer wieder nachfallen. Dann setze ich aber gerade einer. Genau. So schaut das gut aus. Sehr schön. Siehste. Reißt relativ schön durch. Also schaut aus. Und das. Wenn man das Holz nicht gedreht wäre. Der Baum ist schön gerade durch. Super.
superb. Sehr schön. Sauber. Sehr schön. Cool. Ein wunderschönes Holz. Echt genial. Ja, super schön aufgespalten, schön gerade, nichts verzogen. Hat sich schön spalten lassen sozusagen. Jetzt geht sich das so aus, dass man da locker noch den Nummer halbieren kann und dann haben wir vier schöne gerade Staves, sofern er sich da jetzt auch schön spalten lässt. Gut, dann haben wir das. Zudem drehe ich aber jetzt die Holzer auf wieder um, sodass da liegen. Gut. Und setze mein Keil wirklich da in der Mitte, halbier es quasi, wirklich sauberst. So, dann immer einen nachsitzen sauber. Langsam. Nicht zu schnell und nicht zu wild da nachtreiben, sonst könnte sein, dass er noch rechts oder links wegreißt. Dann verliert man den Stave. Sauber. Ja, lässt sich sehr schön spalten. So, perfekto. So, schöne Staves, schön gespalten. Ah, das ist so von ungefähr 10 cm oben, mal 8 oder so. Läuft schön durch da, wie man sieht. Schön gerade und auf die Länge abschneiden. Dann leichten Reflex. Ah, cool. Schönes Holz. Perfekt. Schauen wir, ob die anderen auch noch laufen. Und dann auch noch spalten. Sauber. Sehr schön. Cool. Erstklass gegangen. Das nächste, was wichtig ist, dass man die Rinde runtergibt, gerade bei der Esche, damit einfach auch der Käfer oder der Holzwurm einfach keine Chance hat. Das werden wir jetzt als nächstes machen, die schön zu entrinden. Und dabei werde ich auch achten,
dass ich den ersten Jahresring nicht verletze, weil ich könnte schon als Bogenrücken sozusagen verwenden, wenn es möglich ist. Ja. So, der nächste Schritt ist, dass ich, wie ich schon angekündigt habe, die Rinde entferne, bis auf die erste Schicht vom Baum, das heißt auf den ersten Jahresring runterarbeite. Wenn ich gut achte, dass ich den ersten Jahresring nicht verletze, ist es möglich, dass ich den als Bogenrücken verwende und spare mir im Nachhinein viel Arbeit. Aber schauen wir mal, wie das ausschaut. Dann, und dazu verwende ich als Werkzeug also ein Schäleisen, Zugmesser nennen sie auch, oder Reifmesser. Und das kommt, so wie ich euch jetzt zeige, einfach in Verwendung. Okay. Sauber fein runterfahren da. Das erste ist jetzt fertig. Der nächste Schritt ist es, nochmal ganz gerade auf der Stirnseite abzuschneiden und sie dann zu verleimen, damit wir es rissfrei trocknen können. So, jetzt habe ich es schön abgeschnitten an der Stirnseite, beidseitig. Und der nächste Schritt ist, das zu versiegeln am Ende. Brauchen wir eine schöne Fläche. Der Grund ist der, dass, wenn das Holz austrocknet an den Stirnseiten, tendiert es schneller auszutrocknen und du bekommst dann einfach Risse. Und das möchte ich vermeiden. Und durch den Leim, der macht es so fest und verschließt es so, dass das einfach nicht so schnell vor sich gehen kann und ein gleichmäßigeres Trocknen einfach gewährleistet ist. Das werden wir jetzt machen. Das haben wir schon vorbereitet. So. Ein bisschen Handschuh anziehen. Ich habe da einen ganz einfachen Leim. Vielleicht ist es gut, wenn er wasserfest ist. Weil es doch, wenn er mal ein bisschen irgendwo in Feuchtigkeit kommt, fängt er an aufzugehen. Und das ist dann nicht so ideal. Dann gehen wir schon los. Es ist so, dass man erstens einmal die Stirnseite und dann auch noch auf allen Seiten so ungefähr 10 cm am Holz nach innen entlang des Bogenholzes überall noch mit ausstreichen. Damit schon gut einstreichen, schön satt. Nur so habe ich dann eine Garantie, dass ich ein sauberes Holz habe. Würde ich das nicht machen, dann habe ich wirklich die Gefahr von Rissen. Und die gehen mir dann auch ziemlich weit rein. Und dann kann ich oft auch bis zu 20 cm oder auch mehr einfach wegschneiden und der Bogen, der Stave oder das Holz ist dann auch oft unbrauchbar, weil er zu kurz wird. Das wäre schon dran. Genau.
Ich wünsche euch viel Erfolg bei euch, den ersten Baum aufzuspalten, und logert es gut ein. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Ciao.